Und nun endlich in Rom. In der Stadt, die wie keine andere Zeugnis einer geschichtsträchtigen Vergangenheit ablegt und zudem Schmuckkästchen künstlerischer Meisterwerke ist, die die vollständigsten und unvergleichbarsten menschlichen Darstellungsmöglichkeiten repräsentieren. Geografisch gesehen, also im Zentrum Roms, begegnen wir dem majestätischen Piazza Venezia. Die Piazza wird vom Vittoriano dominiert, einem kolossalen Monument Vittorio Emanuele II. Gewidmet, um die Vereinigung Italiens zu zelebrieren. Es wurde 1911 nach 26-jähriger Arbeit eingeweiht und ist ein Werk des Architekten Giuseppe Sacconi. Der Platz trägt seinen Namen vom Palazzo Venezia her, einem geradlinigen Bau aus den ersten Jahren der Renaissance. An der Seite des Vittoriano steigen wir zum Kapitolshügel hinauf. Er ist der kleinste, aber gleichzeitig historienreichste der sieben Hügel Roms. Man erreicht den Platz über die monumentale Treppe, ein Werk Michelangelos, der es schaffte, auf relativ kleinem Raum eine Harmonie zu kreieren, die den Platz groß erscheinen lässt. Im Zentrum der Piazza eine Kopie der berühmten Reiterstatue des Marc Aurel. Das Original steht heute im Eingang des Kapitolonischen Museums, eines der beiden Gebäude, die den Platz flankieren. Auf einer Terrasse wurde der Senatorenpalast erbaut. Von hier aus haben wir einen herrlichen Blick auf das Forum Romanum. Dieser immense Platz war über 10 Jahrhunderte das Zentrum des antiken römischen Lebens und wird als die Wiege der römischen und abendländischen Welt bezeichnet. Die Kurie, der Sitz des Senats, wurde von Tullo Ostilio, dem dritten König Roms, gegründet und mehrfach erneuert. Der zweite König Roms, Numa Pompilio, ließ hingegen den Vestentempel erbauen und gründete den Jungfrauenorden, der dafür verantwortlich war, das heilige Feuer, Symbol der ewigen Stadt, am Brennen zu erhalten. Die Priesterinnen genossen höchsten Respekt und Autorität. Sie wurden vom Staat unterhalten und durften den Orden erst nach 13-jähriger Angehörigkeit verlassen. Sollte eine von ihnen den Schwur zur Jungfräulichkeit verletzen oder für das Erlöschen des Feuers verantwortlich sein, erwartete sie die Todesstrafe und wurde lebendig eingemauert. Auch Castor und Pollux, den Brüdern der Helena von Troja, wurde ein Tempel gewidmet, von dem drei imposante Säulen übrig blieben, die sich klar vom Hintergrund des Palatins abheben. Während der republikanischen Zeit entstanden die ersten Basiliken. Trotz ihres Namens waren sie keine religiösen Stätten, sondern Versammlungsorte, Handelszentren oder sogar Gerichte.
Gut erhalten ist der Triumphbogen des Settimio Severo. Schon zu Zeiten Caesars reichte das Forum für die große Bevölkerungsanzahl nicht mehr aus. So schufen also Caesar, Augustus, Nerva und Trajan weitere monumentale Plätze, um das gesellschaftliche und politische Zentrum auszubauen. Das Trajansforum, erbaut 110 nach Christus, ist das letzte der grandiosen Fori Imperiali. Die Trajansäule wurde errichtet, um die siegreichen Schlachten des Trajan in Dacien, dem heutigen Rumänien, nachzuvollziehen. Rom erreichte den Gipfel seines Ruhms im 2. Jahrhundert nach Christus. Das majestätische Amphitheater Flavius oder auch Kolosseum ist das größte Monument der römischen Geschichte. Es wurde von Kaiser Vespasian 72 nach Christus begonnen und von seinem Sohn Titus 8 Jahre später beendet. Laut der Geschichte wurden 40.000 Sklaven zur Erbauung eingesetzt. Das riesige Theater fasste 50.000 Zuschauer, die von einem im Zentrum angebrachten Zelttuch vor der Sonne geschützt wurden. Im Kolosseum sollten hauptsächlich Gladiatorenkämpfe und die Jagd auf wilde Tiere stattfinden, und das mit großem, spektakulärem Aufwand. Unter Trajan kämpften hier 10.000 Gladiatoren und es wurden 11.000 Tiere getötet. An einer Seite des Kolosseums steht der imposante Triumphbogen des Imperators Konstantin. Es wurde im 315 vom Senat geweiht, um seinen Sieg über Masentio an der Ponte Milvio zu gedenken. Im Tal zwischen dem Palatin und dem Aventin befindet sich der Circus Maximus, dem größten Stadion für Pferdewagenrennen. Seine Tribünen fassten 250.000 Zuschauer. Hier wurden aber auch die Christen förmlich hingerichtet, die dann in den Katakomben beerdigt wurden. Und zwar entlang der Via Appia, die Römer Regina Viarum, also Königin der Straßen, nannten. Die Straße verließ Rom an der Porta Appia oder der San Sebastiano, der größeren und am besten erhaltenen entlang der Aureanischen Mauern, die 270 nach Christus erbaut wurden. Auf der Via Appia Antica kann man die Katakomben besichtigen. Die ältesten sind die des San Callisto, die wie alle anderen labyrinthartig auf mehreren unterirdischen Ebenen gegraben wurden. Die Katakomben von San Sebastiano, dem einzigen christlichen Friedhof, der immer zugänglich blieb, wurde unter allen anderen des unterirdischen Roms am meisten verehrt.
Fährt man die Via Appia weiter stadtauswärts, erreicht man das berühmte Grab der Cecilia Metella, welches das Grün des römischen Umlandes dominiert. Der Triumph der Christenheit wird aufs Deutlichste mit der Kirche San Giovanni im Lateranum repräsentiert. Sie ist die Kathedrale Roms, die Konstantin als Eigentum der Lateraner bauen ließ. Es waren die Gebäude, die die Päpste über 1000 Jahre bewohnten, bis sie sich 1378 im Vatikan niederließen. Das majestätische Innere wurde von Borromini in barockem Stil erschaffen und vielleicht ein wenig beschwert durch die Statuen der Apostel, realisiert von den Schülern Berninis. Eine weitere der vier römischen Hauptkirchen ist St. Paul vor den Mauern, nach dem Petersdom die größte Kirche Roms. Am Eingang in dem herrlichen vierteiligen Säulengang ragt die Statue des heiligen Paulus empor. Das Kircheninnere besticht durch ihre klassische Form, Größe und Helligkeit. Vier Säulenreihen teilen die Basilika in fünf Schiffe ein. Herrlich ist die Kassettendecke aus goldenem Dekor, in deren Mitte das Wappen des Papstes Pius IX. Zu sehen ist. Eine weitere patriarchalische Kirche ist Santa Maria Maggiore. Sie wurde 356, glaubt man der Legende, aufgrund eines wundersamen Schneefalls im Sommer erbaut und 431 von Sixtus III. Geweiht.
Das Innere der Kirche besticht durch seine Einfachheit. Wunderschön der Mosaikfußboden aus dem 12. Jahrhundert und die vergoldete Kassettendecke aus dem 15. Jahrhundert. Das Gold stammt laut Legende aus den ersten amerikanischen Goldfunden. Einen weiteren wunderschönen Blick auf Rom hat man vom Gian Niccolo aus. Auf der Platzmitte steht die Statue des Giuseppe Garibaldi, dem Vereiniger Italiens. Auf einer Terrasse des Hügels steht der Brunnen des Acqua Paola. Papst Paul V. Borghese gewidmet, der ihn 1612 konstruieren ließ, um die Restaurierung des Trajans-Aquädukts zu feiern, welches dem dramatischen Wassermangel ein Ende setzte, unter dem die Stadt während des gesamten Mittelalters gelitten hatte. Brunnen waren ein fundamentales Element in den Gärten der reichen Villen. Das grandioseste Beispiel dieser Mode finden wir in den Gärten der Villa d'Este in Tivoli. Dieses Schauspiel ist ein Projekt des Architekten Piero Ligorio für den Kardinal Ippolito d'Este Mitte des 15. Jahrhunderts. Der riesige Garten ist übersät mit herrlichen Brunnen, Wasserspielen und symmetrischen Spazierwegen. Ein beeindruckendes Szenario.
Der Trevi-Brunnen hingegen repräsentiert das Maximum architektonischer Brunnengestaltung Roms. Er wurde von Nicola Salvi Mitte des 17. Jahrhunderts realisiert. Die Gesamtkomposition vereint architektonische mit natürlichen Elementen zu einer vielfältigen und spektakulären Einheit. Der Platz der Republik gehört zu den sonnigsten und schönsten der Stadt. In seiner Mitte der Najadenbrunnen. Sein großes, rundes Gefäß ist mit 4 Bronzegruppen versehen, die die Meeresgottheiten darstellen. Der bekannteste Park Roms heißt Villa Borghese. Eigentümer war einst die blaublütige Familie Borghese. In der Villa befindet sich die Galleria Borghese, eine der wertvollsten privaten Kunstsammlungen der Welt. Unter ihren Schätzen die berühmte Statue der Pauline Bonaparte, der Schwester Napoleons. Dieses Werk wurde von Antonio Canova ausgeführt und repräsentiert eine außergewöhnliche Expression des Neoklassizismus. Eine andere berühmte Statue ist der David, die den Steinwurf gegen Goliath aufs Lebendigste darstellt. Bezaubernd ist die Gruppe von Apollo und Daphne mit der Metamorphose der Nymphe in einen Lorbeerbaum. Und schließlich Pluto und Proserpina, wo sich die Manneskraft mit der Weichheit des weiblichen Körpers misst. Alle 3 von Bernini. Das Museum verlassend, kann man zum Pincio gehen, eine der weiteren herrlichen Terrassen, von der aus man einen Blick auf einen der Hauptplätze der Stadt hat, Piazza del Popolo. Schließlich erreichen wir das Herz Roms aus dem 17. Jahrhundert, die spanische Treppe, auf deren Stufen man zur Piazza di Spagna hinabsteigt. Der berühmte schiffsförmige Brunnen, der Barcaccia, wurde von Pietro Bernini, dem Vater des bekannten Gian Lorenzo, realisiert. Vor der Tiberinsel, der einzigen Insel im Tiber, können wir die wunderschöne Brücke Ponte Fabricio aus dem Jahre 62 vor Christus begehen, die perfekt erhalten ist. In der Nähe steht die schöne Kirche Santa Maria in Cosmedin. In ihrer Eingangshalle befindet sich die legendäre Bocca della Verità, Mund der Wahrheit. Das Marmorbildnis eines Wahrsagers, in dessen Mund laut Legende die Hand eines jeden Lügners abgehackt wird.
Auf der gegenüberliegenden Piazza können wir den ionischen Tempel Fortuna Virile, männliches Glück, und den runden Vestentempel aus der Zeit Augustus bewundern. Die Zone rund um den Campo Mazzo war in altrömischen Zeiten ein groß angelegtes Anbaugebiet, das dem Gott Mars gewidmet war. Später wurde dieses Gebiet als Lager für die Legionäre genutzt. Und hier befindet sich eines der schönsten Plätze Roms und vielleicht sogar der Welt, Piazza Navona. In seiner Mitte steht der von Bernini geschaffene Vier-Flüsse-Brunnen, eine allegorische Figuration der bis dahin bekannten vier Kontinente und deren Flüsse: Nil, Ganges, Donau und Rio de la Plata. Einen kurzen romanischen Spaziergang entfernt befindet sich die Piazza della Rotonda, wo wir den spektakulären Blick auf das besterhaltenste Gebäude aus den königlichen Zeiten Roms genießen, auf das Pantheon. Sein Name bedeutet an alle Götter. Es wurde von Agrippa, dem Schwiegersohn Augustus, erbaut und eben allen Gottheiten jener Zeit geweiht. Sein aktuelles Aussehen geht jedoch auf den Feldherrn Adriano, einer der größten Persönlichkeiten der römischen Welt, zurück. Papst Bonifatius IV. Erhielt das Gebäude 609 vom byzantinischen Imperator Phoca als Geschenk, der es dann in eine Kirche verwandelte, der heiligen Jungfrau gewidmet wurde. Im Inneren sind die Gebeine eines der größten Maler Italiens aufgebahrt, Raphael, und die der letzten Könige Italiens. Der Raum ist groß und hell. Die Kuppel misst einen Durchmesser von 43 Metern und ist bis heute die größte der Welt. Ja, sie ist sogar größer als die des Petersdoms. An den Ufern des Tibers jedoch sollte sich der Imperator ein großartiges Denkmal erschaffen, nämlich seine Grabstätte. Und so entstand die Mole Adriana, die sich dann in eine Burg verwandelte und später im Mittelalter und bis heute Engelsburg genannt wird. Papst Gregorius I. benannte sie so, nachdem ihm der Erzengel Michael erschienen war, der ihm das Ende der Pest verkündete. Im Mittelalter wurde die Burg von den Päpsten häufig als Zufluchtsort genutzt, ist sie doch mit dem Vatikan durch einen überdachten Korridor verbunden. Von der Engelsburg aus hat man einen der spektakulärsten Blicke über die Stadt. Vor allem dominiert die imposante Peterskirche mit ihrer immensen Kuppel, die von den Römern gerne der Cupolone genannt wird. Der Platz Mitte des 17. Jahrhunderts von Gian Lorenzo Bernini, in nur 11 Jahren geschaffen, ist von 284 Kolonnen umgeben, angeordnet in 4 Reihen. Als ideale Ergänzung zur Basilika stellen sie in 2 Halbkreisen, die den Platz umschließen, den geöffneten Armen der Kirche dar, um den Menschen aus allen Teilen der Welt aufzunehmen. Im Zentrum ragt seit 1585 der Obelisk empor, der vom nahegelegenen Zirkus des Nero, wo der heilige Petrus den Märtyrertod starb, hergeschaffen wurde.
Die ursprüngliche Basilika wurde von Kaiser Konstantin auf den sterblichen Überresten des heiligen Petrus erbaut und 349 nach Christus eingeweiht. Das Innere ist beim ersten Anblick von einer schwer einschätzbaren Größe. Sie ist 186 Meter lang und fast 60.000 Personen. Das berühmteste Bild ist das der immensen Kuppel, die den Zentralaltar beherrscht, von Michelangelo entworfen, der noch vor Beginn der Gewölbekonstruktion verstarb. Sehr verehrt ist die strenge Bronzestatue vom heiligen Petrus, die dem florentinischen Bildhauer Arnolfo di Cambio aus dem 13. Jahrhundert zugeschrieben wird. In der ersten Kapelle auf der rechten Seite kann man die wertvollste Skulptur der Kirche bewundern, die Pietà von Michelangelo. Ein erhabenes Meisterwerk, das er als 24-Jähriger erschaffen hatte. Von der Spitze der Kuppel kann man das Panorama der Stadt und die Vatikanischen Gärten genießen, dem kleinsten Staat der Welt, dessen Renaissancegebäude einen immensen Kunstschatz beherbergen. In der Tat enthalten die Vatikanischen Museen einige der wichtigsten Kunstsammlungen der Welt. Unter den vielen Meisterwerken können wir im Cortile del Belvedere die Laocoon-Gruppe bewundern, aus der Schule von Rodi, zurückgehend auf das 1. Jahrhundert vor Christus. Elegant und ephebisch ist der Pol von Belvedere, möglicherweise eine Kopie einer Bronzeskulptur von Leokare, einem griechischen Künstler aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Die Raphaelstanzen sind die Räume der päpstlichen Wohnung, die Julius II. Von dem großen Künstler aus Urbino mit Fresken bemalen ließ. Die Meisterwerke befinden sich in der Stanza della Segnatura, dem Siegelsaal. Der Disput über das Sakrament, eine die Religion oder vielmehr die Kraft des Glaubens darstellende Allegorie, und die Schule von Athen, auf der Stirnwand, die die Allegorie der Philosophie und ihrer fundamentalen Prinzipien darstellt, den Idealismus von Platon und die Realität von Aristoteles. Der feierlichste und spektakulärste Raum ist mit Sicherheit die Sixtinische Kapelle, die ihren Namen von Papst Sixtus IV. Hat und der Ort ist, in dem sich die Kardinäle versammeln, um einen neuen Papst zu wählen. Die Seitenwände wurden von den berühmtesten Künstlern des 15. Jahrhunderts geschmückt, unter ihnen Sandro Botticelli. Musik
Von Perugino ist hingegen die Schlüsselübergabe ein Werk von großer räumlicher Ruhe. Aber es ist die Dekoration des Gewölbes von Michelangelo zwischen 1508 und 1515 mit Fresken bemalt, die am meisten beeindruckt. Unter den berühmtesten Szenen die Erschaffung Adams, wo der göttliche Atem Adam aus seiner physischen Taubheit erweckt. Um die Szenen der Schöpfung herum wechseln sich Propheten und Sibyllen in inbrünstigen und nachdenklichen Haltungen ab. Auf der Wand hinter dem Altar das jüngste Gericht, das Michelangelo 22 Jahre nach dem Gewölbe erschuf. Seine Arbeiten dauerten 7 Jahre an. Der Künstler platzierte den urteilenden Christus ins Zentrum seiner kolossalen Komposition, der den Tumult von fast 300 nackten Figuren dominiert, allesamt animiert von einem verzweifelten Dynamismus. Auf der einen Seite sträuben sich die Verdammten, in die Hölle gezerrt zu werden. Auf der anderen Seite steigen die Auserwählten, von Engeln begleitet, in den Himmel hinauf. Ein persönliches Drama Michelangelos spiegelt sich in dem Bildnis des heiligen Bartolomeo, der lebendig begraben wurde wieder, denn sein Äußeres ist praktisch ein Selbstporträt. In die Figur des Minosse zeichnete der Künstler Monsignore Biagio aus Cesena mit langen Edelsohren. Eine Antwort auf dessen Kritik zu den nackten Figuren.